Und damit herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3. Was baumelt denn da? Nichts, okay, cool. Junge, Junge, Junge. Wir bewegen uns jetzt erstmal ganz gemütlich zu unserer neuen Quest. Und mit ganz gemütlich meine ich halt wirklich ganz gemütlich. Ich will einfach über die Straße ganz gemütlich dahin tingeln. Habe ich schon ganz gemütlich eigentlich gesagt? Ich glaube, ganz gemütlich habe ich noch nicht oft genug gesagt. Aber wir looten hier natürlich erstmal alles, was von dem Bötchen übergeblieben ist. Nicht so viel. Ich weiß gar nicht, ob ich die da hinten bekämpfen kann. Was bist du denn, ekelhaft, dass du so bluten musst? So. Wir haben hier erstmal noch gar nichts. Das heißt, Skellige sieht erstmal nur nach Wasser aus. Freddy sagte mir aber bereits, ja, du kannst hier überall tauchen. Und dazu sagte Micha, ja, das dauert halt ewig. Und Freddy sagte, ja, das dauert halt richtig ewig. Da ist ein Ort der Macht. Das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. Geh mal Armbrust, Bruder. Schlitz, Schlitz, Schlitz. Fuck hier, Junge. Komm mal her. Ihr seid Level 13, Mann. Ihr könnt eh nichts. Ja, ne? Hübsches Sirenchen. Ich dachte mal, Sirenen wären hier quasi so Meerjungfrauen. Und nicht so Flugwichse. Nehmen wir hinterher. Und abschlachten. Hä? Fuck, warum habe ich ein falsches Schwert in der Hand gehabt? Also habe ich kein Schwert in der Hand gehabt, so. So, servus. Achso, ich muss gedrückt halten. Ich habe eben schon ein paar Punkte verskillt. Ich mache das ja immer neben den Parts. Dementsprechend mache ich das jetzt auch nicht wieder. Alter, wie viel Scheiß die dabei hatten, ey, Ehre. Einfach geil, muss ich sagen. Da lag doch gerade was. Da liegt ein Büchlein. Hallo! Alter, Skellige, Geschichten in Geografie. Okay, spannend. Wir looten hier natürlich erstmal alles, weil haben besser brauchen und so. Ich glaube, das kann man auch relativ schnell übersehen, dass hier so viel Scheiß liegt, wenn man hier nicht hingeht. Und sich denkt, ja komm. Hat gar keinen Bock nochmal dahin zu gehen, wo wir abgestürzt sind. Da liegt noch irgendwas. Oh, und im Schiff gibt es auch noch was, scheinbar. Was gibt's hier noch? Eine Schema, guck mal. Ehre. Achso, das ist ein Fass, was wir anzünden können. Das ist jetzt unbelohnt, muss ich sagen. Weil das interessiert mich zugegebenermaßen gar nicht. Das dürften alles nur Kräuter sein, ja, okay. Unter Wasser. Boah, Alter. Das war aber gerade ruckelig. Unter Wasser ein Fass, das man anzünden kann. Super, endlich. Ich habe gerade echt wenig Frames. Also, 50. So, servus. Eine Art Glyphe. Okay, abgeschlossen. Neue Markierung Monsternest. Im Schiffsrumpf oder was? Wo will ich reinkommen? Ah ne, hier. Ich muss es zerstören. Kommt hier jetzt ein Gegner? Ja, manchmal kommen ja Gegner, nachdem man was zerstört hat. Ja, ja, stürzt du da mal ab. Ich muss mal kurz runter, hör mal, warte mal kurz, ja? Du wartest mal kurz, ja? Und... Au! Drecksvieh. Runter mit dir. Schlitz. 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 Schöne Soundbox gehabt. Möchte ich anmerken. So, ein bisschen Scheiß gegönnt. Aber wir haben immer noch keinen Schlüssel, ne? Und hier unten ist ja ganz offensichtlich zumindest... was. Und
und abgeschlossen heißt ja eigentlich auch, dass man es nicht öffnen kann, glaube ich, meinte Freddy. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wenn ihr wisst, ob man da rein kann oder nicht. Aber erstmal hätte ich gerne noch diese Truhe hier gelootet. Ehre. Nilfgaardische Wächterrüstung. Überlegenes Orgionöl. What the fuck, okay. Gut. Ich würde sagen, das reicht jetzt auch. Geralt, den haben wir schon gehabt. Danke. Wieso habe ich hier so wenig Frames? Das stört mich, muss ich sagen. So, wir gucken mal ganz kurz ins Inventar. Die ist besser als unsere. Nice. Glyphen und so arbeite ich ja noch gar nicht mit. Der ist, glaube ich, auch gut. Okay, der ist echt schlecht. Aber gut, wir haben halt auch schon echt viel durch etwaige Rennen, die man machen konnte. Ich hoffe, wir haben bisher jedes Rennen gemacht, was man machen kann. Jetzt funktioniert das wieder, dass ich langsam gehe, oder was? Das hat irgendwie die letzten Parts immer nicht funktioniert. Ich muss echt mal mehr Kräuter sammeln, mir fehlen noch übel viele Kräuter. Was hier? Ich möchte natürlich mal gucken gehen, was hier ist. Eigentlich lohnt sich das noch gar nicht. Eigentlich sollte ich das alles erst machen, wenn wir die Dingens haben, die... Meine Güte. Servus, kleine Wyvern. Na? Ist hier ein Nest? Nö, nur ein bewachter Schatz, okay. Wow, Müll. Danke für nichts. Also war halt legitim Dreck. Jetzt habe ich unter 50 FPS. Junge! Das ist ja nicht mal grafisch so krass. Wo Frames? Schmutz. Ah, sieht schon ganz nett aus hier, muss ich sagen. Ja, Geralt, check die scheiß Waffe weg, danke. Wir heilen mal nebenbei. Was habe ich eigentlich gerade ausgewählt? Können, okay. Können ist gut. Wir latschen mal gemütlich hier weiter. Heute mal eine etwas entspanntere Folge. Ich nehme tatsächlich relativ früh auf. Ich habe es irgendwie ja, 10.30 Uhr oder so, hätte ich gesagt. Sehr schön. Da lang gehen wir noch nicht. Wir gehen erstmal hier lang. Weil da lang geht es in die andere Richtung, ne? Ja, genau. Ja, ich nehme heute mal ein bisschen früher auf. Einfach, weil ich es kann. Jetzt ist gerade Samstag. Das heißt, der Party müsste Montag, glaube ich, kommen. Ja, sollte passen ungefähr. Oh Gott. Und ich will heute mal ein bisschen mehr aufnehmen. Ich muss auch noch ein bisschen Prince of Persia aufnehmen, wovon ich jetzt nicht so der allergrößte Fan bin. Also nicht nur vom Nicht-Aufnehmen, also vom Aufnehmen bin ich nicht so der größte Fan, sondern auch vom Spiel. Aber es ist jetzt, seitdem ich mit Guide spiele, ein bisschen besser geworden. Ist nicht mehr komplett unspielbar. Oh, shit. Ein Lager. Servus. Er hat drei Becher Herbststoffer und eine Flasche Schnaps getrunken. Und alles mit Wein runtergespült. Und am nächsten Morgen ist er ungerührt aufgestanzt und auf die Jagd gegangen. Ja, klingt nach einem normalen Kerl. Servus. Ich bin ein Nordling, Bruder. So, er ist Kaufmann, ja, mit ihm reden wir gleich. Erstmal wollte ich mit allen anderen reden. Darf ich hier klauen? Ich darf hier nicht klauen, okay. Spielladen. Ich habe erwartet, dass ich nicht klauen darf, aber jetzt hört ihr nochmal die Story. Wie Yennefer von Wengerberg gesagt hatte, war es in Skellige zu einer magischen Explosion gekommen. Diese hatte einen großen Teil des Waldes zerstört und schien mit Ciris Auftauchen in Zusammenhang zu stehen. Geralt machte sich auf den Weg zu den Inseln, um Anhaltspunkte über Ciris Aufenthaltsort zu finden. Genau, das machen wir gerade, Bruder. Ich bin jetzt übrigens bei den Witcher-Büchern so weit, dass... Ciri existiert. Also in den ersten Büchern ist das ja immer überhaupt kein Thema.
Aber da, wo ich jetzt angekommen bin, ist das ein Thema. Oder ist echt interessant. Herr Kaufmann, was verkaufen Sie denn? Willst du was kaufen? Ja, ja. Zeig mir deine Waren. Okay, hat einen Haufen... Reiseführer. Oh, cool. Hätte ich gerne alle. Was kosten die? 100? Das ist ja nichts. Kosten, okay, die sind unterschiedlich teuer. Naja, die kosten im Endeffekt aber nichts. Aber es werden halt nur Reisepunkte dadurch markiert, ne? Also im Endeffekt sind die gar nicht so gut. 27, der gibt mir auch echt wenig Geld. Also, ich markiere den mal. Damit, dass wir hier Scheiß holen können. Also blau ist interessant jetzt erstmal. Ne, weil theoretisch kriege ich die auch einfach, indem ich hier rumlaufe. Ich meine, ich habe in Dingens auch nicht alle. Aber das ist mir zu viel Geld, als dass ich das jetzt einfach ausgeben würde. Geht's da irgendwo Interessantes hin? Nö, ist einfach nur ein anderer Weg. Okay, und da vorne ist noch ein Händler. Ihr habt gezogen. Soll ich mitziehen? Schließ. Konnte gerade die Maus nicht bewegen, by the way. Erstmal leer machen die Buben hier. Die hatten ja nicht so viel dabei. Mich stört übrigens, dass ich nur so wenig Frames habe. Also so wenig ist halt immer noch echt viel, aber... Also halt echt viel ist immer noch echt okay. Aber es sieht halt nicht so gut aus. Muss ich einfach sagen. Okay. Spannend. Aber hier ist sonst nichts, oder was? Ich wollte rollen, aber er sagt, ich kann das jetzt nicht tun. Das ist ja doof. Gut, wir gehen einfach mal weiter. Würde ich sagen. Trink mal nebenbei ein paar Schwalben. Ein paar Schwalben, ja genau. Boote, ah, okay. Ja. Wir folgen im Endeffekt mal den Buben hier, den Berg hoch. Keine Ahnung, wie lange Skellige gehen wird. Ich schätze mal so lange wie Wählen ungefähr. Dann haben wir noch Quests. Dann haben wir noch DLCs. Also das ganze Spiel wird noch einen Augenblick gehen. Mindestens 100 Parts schätze ich mal auf jeden Fall. Was steht hier noch? Hast du noch Pusteblumen? Auch wenn das eigentlich schon Löwenzahn ist und keine Pusteblumen mehr. Aber weiß ich schon. Ja, okay, wir gehen, glaube ich, erstmal wirklich zur Quest. Wir haben gerade keinen Grund, woanders hinzugehen. Servus, Ziege. Mei, oh mei, oh mei. Kertrolde. Sind wir jetzt? Art Skellige, Hafen von Kertrolde. Und da ist auch das entsprechende Schild. Schnitzer. Okay. Oh! Hexer, wir haben ein Problem mit Muire Diablen. Du weißt schon. Ertrunkene. Das könntest du mit deinem Silberschwert bestimmt lösen. Ja. Lass mich raten. Sie zerreißen euch die Netze, fressen euch die Fische weg und greifen gelegentlich einzelne Bootsleute oder späte Tavernengäste am Ufer an. Wenn's das nur wäre. Die Biester in der Bucht sind schlimmer als die auf dem Festland. Sie jagen von früh bis spät. Sie greifen Fischer ebenso an wie Krieger. Das Meer spuckt sie irgendwann wieder aus. Rüstung ruiniert, Eingeweide gefressen. Seltsam. Gibt es Zeugen? Meinen Lehrling Rurik. Der war auf einem Boot, das die Muire Diablen angegriffen haben. Und Toves Mann wurde getötet. Sie lebt in der Nähe, ein Stück rauf. Sonst fällt mir leider niemand ein. Wer den Biestern begegnet, legt selten wieder Heile an. Klingt spannend, aber... Reden wir zuerst über meine Bezahlung. Etwas zu bescheiden für meinen Geschmack. Geh mal 50 als Bonus, Bruder. Hm? Das ist ein bisschen reichlich, Meister. Okay, 45.
Das ist ein bisschen reichlich, Meister. Hör mal, Freund. Ich bin nicht umsonst. Alter! Das ist ein bisschen reichlich. Junge! Ganz schön teuer. Aber das ist es wohl wert. Gut, ich zahle dir, was du haben willst. Danke. Machen wir. Ich übernehme den Auftrag. Mit Ertrunkenen hatte ich schon oft zu tun. Es ist bald vorbei. Mein Wort drauf. Ja, die hauen wir einfach mal auseinander, würde ich sagen. Aber erstmal machen wir unsere Quest, die wir gerade haben. Wir gehen zum Hafen, wo wir zwar sind, aber halt nicht genau da. Servus. Du machst es dir schon mal gemütlich, was? Fetter Wolf. Ich will mich nur umsehen. Ich weiß gerne, wo ich gelandet bin. Sehr schön. Hier sind ganzen Arsch voll Leute. Bist du Tove? Ich habe gehört, dass Ertrunkene deinen Mann getötet haben. Da hast du richtig gehört. Erst haben sie meinen Sohn geholt. Dann meinen Mann. Jetzt bin nur noch ich da. Das ist ja ungünstig. Er ist nicht vom Fischen zurückgekehrt. Mein Mann ist jeden Abend zu den Kira-Klippen raus, um nach dem Boot zu gucken. Ich habe ihm gesagt, dass er ihn nicht wieder lebendig machen kann und dass er sein eigenes Leben riskiert. Wir hatten von den Ertrunkenen gehört. Er konnte nicht stillsitzen, nahm seinen alten Mantel und ging. Eines Abends ist er nicht heimgekommen. Ich habe meinen Bruder geholt und eine Fackel. Dann sind wir ihn suchen gegangen. Die Muiridiablin, die Meerteufel. Sie hatten ihn so übel zugerichtet, dass ich ihn nur am Mantel erkannt habe. Schlechter Trost, das weiß ich, aber das Ertrunkenenproblem seid ihr bald los. Versprochen. Leb wohl. Der ist ja nicht so gut gelaufen, aber sehr spannend und nicht so ganz klar, finde ich. Da könnte auch mehr dahinter stecken. Ach, da! Junge. Wir laufen erstmal hier ein Stück dran runter. Ah, guck mal, hier ist noch eine Quest. Ja, was ist denn? Hallo, ich möchte mit dem hier reden. Okay. Tut mir leid, dich zu belästigen, aber ich habe keine Wahl. Worum geht's? Mein Schiff ist beim letzten Sturm auf die Felsen aufgelaufen. Ich habe alles verloren. Wie soll ich dir da helfen? Ich habe nicht mal das Geld für die Heimreise. Und mit jedem Tag Verspätung bin ich näher am Bankrott. Ich hätte mir denken können, dass es um Geld geht. Willst du also einen Kredit oder Almosen? Ich werde es dir bis auf den letzten Kopper zurückzahlen. Ich schwöre. Du musst mich nur in Novigrad besuchen. Hä, 150? Ich pisse 150. Und ich schlage ihm die rüber ab, wenn das mir nicht wiedergibt. Gut, ich helfe dir. Ich bin oft genug in Novigrad. Da komme ich mal vorbei und schaue, wie deine Geschäfte laufen. Danke. Du findest mich im Hafenviertel. Johann Bohner heiße ich. Bis dann also. Den Namen kenne ich irgendwoher. Das ist nicht er, glaube ich. Also ich gehe aktuell noch von Scam aus, aber ey, 150. Scheiß doch auf 150 Scam. Was bist du denn? Was ist denn hier los, Alter? Was bleibt am Ende von uns übrig? Wie werden... Das musst du nicht tun, Kind. Ich weiß. Ich möchte es aber. Hm.
so ein junges Mädchen? Irna sollte es sein, die geht. Sie haben ihr Bett länger geteilt. Still. Es ist ihre Entscheidung. Schön, du bist. Danke. Schön, dich wiederzusehen. Oh, die Grabrede. König Bran vom Clan Tyrsech hat seine letzte Reise angetreten. An ihrem Ende erwarten ihn unsere glorreichen Ahnen. Gemeinsam werden sie auf Beutejagd gehen. Sie werden am Lagerfeuer die Großtaten aus vergangenen Zeiten rühmen. Vorerst bleibt er in unseren Herzen. Doch eines Tages werden auch wir gemeinsam mit ihm aufs Meer hinaussegeln. Das wird ein guter Tag sein. Du kanntest Bran. Ja, er war ein geachteter Mann. Anders als seine Frau. Die Clans sind es, die Skellige ausmachen. In Kriegszeiten kämpfen sie Seite an Seite unter dem Banner ihres Königs. Wir haben Bran lebewohl gesagt. Zeit, seinen Nachfolger zu küren, der uns zum Sieg gegen die Schwarzen führen wird. Die Tore von Caer Trolde stehen allen offen, die Bran vom Clan Tyrsech ihre Treue schworen. Und es gibt genug Met und Fleisch für alle. Während des Leichenschmauses werden jene vortreten, die meinen, ein würdiger Nachfolger zu sein. Kommst du mit mir zum Leichenschmaus? Gern. Die Feste in Skellige, so berechenbar. Sabbernde Besoffene, großspurige Angeberei und dadurch unvermeidbare Schlägereien. Ja, ganz anders als die Bankette der Magier. Erinnerst du dich an das auf Tanith? Du warst da. Wie könnte ich es vergessen? Ich erinnere mich auch noch ganz genau daran, was nach dem Bankett passiert ist. Liest du schon wieder meine Gedanken? Außerdem mag ich, was ich da sehe. Hast du was in Velen herausgefunden? Hab mich in Velen umgesehen. Furchtbarer Ort. Nachdem Ciri verletzt wurde, ist sie irgendwie in der Burg des örtlichen Machthabers gelandet, einem selbsternannten Baron. Verletzt? War es etwas Ernstes? Glaube ich nicht. Ihr geht es wohl wieder gut, denn der Baron hat sie nach Novigrad geschickt. Ich glaube, sie hat nach dir gesucht. Zuvor ist sie drei Mumen in die Falle geraten. Sie kann froh sein, dass sie ihnen entkommen ist. Mumen? Ja, Kreaturen. Ich kann nicht genau sagen, was sie sind, aber sie sind gefährlich. Sehr sogar. Ich habe in Velen auch unsere alte Freundin Kayra getroffen. Was um Himmels Willen macht Kayra Metz in diesem Niemandsland? Versteckt sich vor den Hexenjägern. Sie sagte, ein Elfenmagier hätte dort nach Ciri gesucht. Gut, du musst mir mehr erzählen, wenn wir mehr Zeit haben. Ich war in Novigrad. Ciri war auch dort. Sie suchte einen Weg, um einen Fluch aufzuheben. Ist aber nicht mehr da. Bist du sicher? Hab es von Rittersporn gehört. Er hat kein Stück übertrieben. Weißt du noch mehr über diesen Fluch?
Nicht viel. Ciri hat Ärger bekommen und ihr Vorhaben nicht zu Ende gebracht. Ich habe ein Phylakterium gefunden. Sie wollte es irgendwie verzaubern. Sehe ich mir später an. Und du? Was hast du herausgefunden? Vor einiger Zeit ist etwas Seltsames auf Art Skellig geschehen. Eine Katastrophe. Durch eine Magie-Explosion. Wirklich ungewöhnlich. Eine Anomalie. So etwas habe ich noch nie gesehen. Meine Intuition sagt mir, dass Ciri dafür verantwortlich ist. So sehr ich deine Intuition bewundere, Yen. Wir brauchen handfestere Anhaltspunkte. Ich wüsste es ganz sicher, könnte ich mir nur das Katastrophengebiet ansehen. Leider lassen Moissac und seine Droiden niemanden auch nur in die Nähe. Moissac ist der Kopf des Skellige-Zirkels. Hab ihn lang nicht mehr gesehen. Zuletzt, als Ciri ein kleines Mädchen war. Ich glaube nicht, dass er dir einen Gefallen tun wird. Nicht einmal der guten alten Zeiten wegen. Warum will Moissac nicht, dass du dir das Gebiet der Anomalie ansiehst? Nenn es eine Meinungsverschiedenheit. Eine große, laute Meinungsverschiedenheit. Sieh mal, Krach. Weißer Wolf. Sei gegrüßt, Krach. Wir treffen uns beim Leichenschmaus. Keine Ausreden. Ich muss mit dir über etwas Wichtiges sprechen. Ich werde etwas in Schwarz und Weiß zur Trauerfeier tragen. Ich hoffe, du passt dich an. Sieh etwas an, das nicht nach Tausenden deiner Jagden riecht. Ian, ich hasse neue Wämse. Dauert ewig, bis die eingetragen sind. Und genau wie Krach dulde ich keine Ausreden. Wir sind nicht hier, um uns zu amüsieren. Wir müssen einige Dinge klären und sollten uns angemessen kleiden. Ich habe in der Taverne ein Zimmer gemietet. Da habe ich ein paar Kleidungsstücke für dich hingelegt. Such dir was aus. Währenddessen muss ich mich um ein paar Dinge kümmern. Wir treffen uns dann bei dem Eingang zu der Festhalle. Ich glaube, da sollte noch das Boot brennen. Ja, interessante Bräuche hier, dass die letzte Frau mit abgefackelt wird. Weiß ich nicht, Digga, weiß ich nicht. Fühle ich jetzt nicht so. Aber okay, hey, who am I to judge, ne? Mach mal aus hier, das ist gerade ein bisschen hell. Gut, das war jetzt aber schon ein doch recht langer Part. Der König ist tot. Lang lebe der König. Das war jetzt auch schon ein recht langer Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Und bis dahin. Tschüss.